Ja, Herr Präsident, liebe Frauen und Männer, Herr Nationalräte, Herr Ständerat, Mitglieder, Freunde und Gäste der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, cari amici della Svizzera Italiana, chers amis de la Suisse romande, liebe Mitkämpferinnen und Mitkämpfer, getreue, liebe Mitlandleute, es ist schön, auch wenn ich wahrscheinlich seit 35 Jahren fast jedes Jahr an diesem Pult gestanden bin, es ist schön, hier zu stehen. Weil, ich muss Ihnen sagen, der Präsident hat es angetönt, 2021 ist für die Schweiz ein Jahr der Unabhängigkeit. Das müssen wir, vor allem wir selbst, wissen und erfahren, damit wir nicht lau werden, weil nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Ich habe in den letzten Jahren immer gesagt, das hätte schon Goethe gesagt. Es hat mir aber ein Mittelschullehrer, ein Historiker, einen zweiseitigen Brief geschrieben und hat gesagt, das stimme nicht. Das hätte zwar Goethe geschrieben, aber gesagt hätte es als erster Martin Luther. Dann habe ich gesagt, dann da sage ich jetzt, beziehe ich mir nur noch auf Luther. Und nach Deutschland schreibe ich einen Brief, dass sie jetzt Herrn Goethe endlich den Doktortitel entziehen, weil das sei ein Plagiat von ihm. Das würde die Aussagen von so vielen Intellektuellen etwas relativieren. Meine Damen und Herren, warum ist das Jahr 2021? Ein Jahr der Unabhängigkeit, weil wir haben einen Angriff auf die Unabhängigkeit des Landes abgewehrt, mindestens für den Moment. Und zwar einen Angriff, wie in den letzten 35 Jahren, nicht von außen, sondern von innen. Das ist das Besondere. Wir haben der Gewinn dieser Abstimmung, diesmal schon im Bundesrat am 26. Mai und am 6. Dezember 1992, das ist zu vergleichen mit den historischen Schlachten der Schweiz, Morgarten, Sempach, Burgunderkriege, Schwabenkriege und so weiter. Auch dort ging es darum, die Unabhängigkeit zu verteidigen. Nur wir machen es nicht mehr mit den Waffen, sondern wir machen es über die demokratischen Institutionen, soweit sie noch eingehalten werden. Aber im Grunde geht es ums Gleiche, nämlich dafür zu sorgen, dass wir auf diesem Landstrich, er ist klein, wir wissen das, wir hören das auch jeden Tag, die Schweiz sei klein. Aber wenigstens auf diesem kleinen Fleck das Sagen haben, wir wollen die Gesetze machen und nicht ausländische Institutionen, nicht die Europäische Union. Auch wenn das noch so anständige Leute sein mögen, wir wollen hier bestimmen. Das begann 1291. Friedrich Schiller hat es in einem wunderbaren Drama der Tell ausgedrückt, auf dem Rütli zusammengefasst, wir wollen keine fremden Richter haben. Damals waren Richter die Obrigkeit. Das ist die erste Gedenkstunde, darum feiern wir am 1. August den Geburtstag der Schweiz, 730 Jahre Schweiz nach 1291. 1848 haben wir uns nach 50 Jahren mehr oder weniger Fremdherrschaft durch die Franzosen, eingeleitet durch Napoleon, befreit und haben eine eigene Bundesverfassung gemacht. Und dort steht im ersten Teil, es ist die Aufgabe der Politiker, die Unabhängigkeit zu wahren, die Neutralität zu wahren, den Föderalismus, die Hoheit der Kantone zu wahren,
Das sind die schweizerischen Staatssäulen und wir sind nicht schlecht gefahren dabei. Denken wir, 1848 haben unsere Länder um die Schweiz herum alle gedroht. Passt auf, wenn ihr eine so demokratische Verfassung macht, wo der Pöbel das Sagen haben, da bekommt ihr es dann mit uns zu tun. Die Franzosen standen bereits mit der Truppe an der Grenze. Dann kam der Berner Ulrich Ochsenbein und trat an die Grenze und sagte den Kommandanten, den Militärischen: Sie können uns erobern, wenn Sie wollen. Dann sieht das ganze umliegende Land um uns herum, Franzosen, Preußen, Italien und so weiter, die sehen, wie wir mit einem freiheitsliebenden Volk umgehen. Es war ein deutliches Wort, das er sprach. Und die Truppe ist abgezogen. Dann haben sich die umliegenden Länder, es waren Monarchien, gesagt: Lasst sie machen, da die Schweizer. Wenn der Pöbel das Sagen hat, wird es nicht lange dauern. Diese Verfassung wird nicht überleben. Meine Damen und Herren, die Schweiz hat noch die Verfassung, die gleiche Verfassung. Sie ist manchmal etwas revidiert worden, spielt jetzt keine Rolle, aber die Grundlagen sind die gleichen geblieben. Die anderen Länder haben die damaligen Verfassungen nicht mehr. Sie sind untergegangen, zum Teil in Krieg und in Aufständen und in nicht schönen Ereignissen. Wir haben keinen Grund, diese Verfassung, die heute noch gilt, zu verlassen. Der letzte Angriff war, sind ja immer schöne Titel, wissen Sie, wenn etwas gemacht wird, etwas Schreckliches, dann macht man es unter schöner Fassade. Das ist auch heute in der Politik so. Es müssen schöne Worte sein. Und darum hat man gesagt, im 1992, wollt ihr auch in den europäischen Wirtschaftsraum eintreten, wo wir ja schon lange waren. Wissen Sie, das ist einfach, damit wir etwas besser handeln können und so weiter. Aber es war, das wissen wir, das weiß die Aktion Unabhängige und Neutrale Schweiz, das war nichts anderes als ein Kolonialvertrag. Nämlich eine Unterschrift zu geben, um zu sagen, die Zukunft werden in wesentlichen Teilen unserer Rechtsgebiete die Europäische Union das Recht setzen. Und die Schweizer werden sich, und die Schweiz verpflichtet sich, das zu übernehmen. Damit wird ausgeschaltet, natürlich in allererster Linie, nicht die schweizerische Glaspolitik, die wird dann auch irgendwo in Brüssel oder in Straßburg herumtreiben und auch mitreden. Und dort haben ja alle etwas zu sagen, aber niemand etwas. Und, aber das Schweizer Volk wird ausgetrickst. Die Bürgerinnen und Bürger, die in der Schweiz das letzte Wort haben, werden ausgetrickst. Und wir haben damals den Kampf geführt. Die Aktion Unabhängige und Neutrale Schweiz war entscheidend bei diesem Kampf damals. Wir waren ganz allein. Wir wurden verunglimpft, das Gott erbarm, aber wir sind immer noch da. Aber viele, die uns angegriffen haben, sind nicht mehr da, untergegangen. Das Ganze wiederholte sich 2013, als Herr Barroso aus der EU schrieb, ja, wir wollten einen freundschaftlichen Vertrag machen. Schöne Titel, freundschaftlicher Vertrag, und wir sollten einen Rahmenvertrag machen. Natürlich, ich bin ja Bildersammler, ich weiß, wie wichtig die Rahmen sind. Aber wenn einer kommt und mir nur einen Rahmen anbietet, sagt er, was steckt echt in diesem Rahmen drin? Und man braucht ja nicht viel Fantasie zu sehen, ein zweiter Unterwerfungsvertrag soll unterschrieben werden, nämlich, dass die Europäische Union unsere Gesetze macht in Zukunft mindestens einen Großteil. Fremdes Recht
und fremde Richter hätten wir akzeptieren müssen. Diesmal hatten wir Glück, wir mussten nicht vorstoßen bis auf die letzte Stufe, zur höchsten Macht, zum Volk, sondern der Bundesrat hat bereits Nein gesagt. Bundespräsident Parmelin, ein Weinbauer, absolut kein Diplomat, völlig ungebildet auf diesen internationalen Schienen, wo man mit roten Teppichen und allerhand schönen großen Worten hantiert. Er ist als Weinbauer hingestanden und hat gesagt, der Europäischen Union, wir hören auf, wir werden uns nicht einig, wir sind nicht bereit, das Preis zu geben. Das Schweizer Volk will das nicht. Ein Mann, ein Wort, fertig. Brauchte keine großen Wörter mehr. Das reichte. Und er hat noch hinzugefügt, die Selbstverständlichkeit, selbstverständlich bleiben wir Freunde. Aber einen solchen Vertrag unterzeichnen wir nicht. Es ist etwas lange gegangen, bis der Bundesrat diese Weisheit gehabt hat, den Vertrag zu beerdigen, aber er hat es gemacht und das ist eine gute Tat. Parmelin ist mir vorgekommen wie damals Ulrich Ochsenbein vor dem französischen General, oder? Der hat auch gesagt, ah nein, kommt nicht in Frage und fertig, die sind abgezogen. Und hier hat er auch Nein gesagt. Er ist hingestanden für dieses Land und dieses Volk. Meine Damen und Herren, und hier in diesem Geschehen, also 1291, der Bundesbrief auf dem Rütli, keine fremden Richter haben, 1848, demokratische, föderalistische, neutrale Fundament der Schweiz, 6. Dezember 1992, es gibt keinen Kolonialvertrag und 26. Mai auch nochmals, das sind Meilensteine in unserem Lande. Das wird man erst später dann feststellen, meine Damen und Herren. So, und warum trägt mein Referat den Titel 35 Jahre Kampf gegen die Unabhängigkeit? Das ist der 35-jährige Kampf der Aktion Unabhängige und Neutrale Schweiz. Und die Aktion Unabhängige und Neutrale Schweiz ist beim EWR nicht irgendein Grüppchen gewesen, das auch noch gekämpft hat, sondern sie hat den Kampf geführt. Wir haben den Grind hingehalten vor der ganzen Klasspolitik, die uns verteufelt hat. Und darum gehen wir etwas der uns nach, denn wir haben eine Schlacht gewonnen am 26. Mai, aber leider noch keinen Krieg. Die Gegenseite ist, so meint sie wenigstens, hellwach. Ich bin heute hier hingefahren, ich habe die Zeitung gelesen, was da gestern die Sozialdemokraten verbreitet haben. Sie sehen, sie tun so, als wäre nichts gewesen. Man muss mit der EU verhandeln. Ich habe gedacht, so, was verhandeln Sie? Ja, man sollte Ihnen das Geld, das wir Ihnen versprochen haben, erstens bedingungslos geben und noch viel mehr darauf und jedes Jahr geben. Also im Umverteilen sind die Sozialdemokraten Weltmeister, das wissen wir. Aber sage ich, ja, warum denn den geben? Ich habe gemeint, sie wollen verhandeln. Lauter nur Zugeständnisse und die vergessen. Länder haben nicht in erster Linie Freunde, sondern Interessen. Interessen, das ist doch nichts Unanständiges. Die Regierungen sind ja gewählt, um ihre Interessen, das heißt die Interessen des Landes und nicht ihre eigenen zu vertreten und nicht um Freundschaften zu schließen und die halten auch nicht. Die Parallele ist wieder mit Napoleon. Napoleon ist in die Schweiz gekommen,
wurde noch bejubelt. Er brachte Liberté, Fraternité, Egalität, so etwas Schönes. Fast wie die EU. Sie bringt uns, alle sind gleich, alle halten zusammen, wir haben nie Krieg und weiß ich was. Was ist mit Napoleon passiert? 5 Jahre später, 1803, hat er gesagt, mit diesen Schweizern kannst du nichts anfangen. Das sind so trümmelige Scheiben, jeder ist nur ein Trieb, wenn man etwas machen will. Jeder redet rein, wenn man etwas machen will. Das stimmt, wir sind eine Demokratie. Das hat er nicht ertragen. Dann ist er wieder abgezogen nach 5 Jahren. Aber er hatte nur die Egalität bringen wollen und die Fraternität. Aber er hat auch noch etwas mitgenommen, nämlich den Berner Staatsschatz. Nach den Berechnungen der heutigen Ökonomen wären das heute 700 Milliarden Dollar. Hat er mitgenommen. Es ist klar, man kommt mit schönem Namen und nimmt ein großes Geschenk nach Hause. Das ist ein Naturgesetz. Den Bernern, jetzt sind wir im Kanton Bern, tut mir leid, euch hat er noch die Bären aus dem Berner Graben gestohlen. Aber das war der kleinere Teil, die Staatskasse war mehr wert. Hat mir zwar ein Berner Oberländer geschrieben, Herr Blocher, Sie haben schon recht, aber wissen Sie, wenn Sie dieses Geld der heutigen Regierung gelassen hätten, wäre es auch nicht mehr da. So, also befassen wir uns jetzt noch schnell ganz intern mit der Angst, mit der Kampforganisation überhaupt. Wie soll der Kampf weitergehen? Ich blende zurück ins Jahr 86. Im Jahr 86 hatten wir eine Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zur politischen UNO. In allen anderen Organisationen waren wir dabei, aber nicht in der politischen UNO wegen der Neutralität. 75% der Bürger sagten Nein zum Beitritt in die politische UNO. Wurde im Ausland überhaupt nicht verstanden. Das sind ja die letzten Spinner. Es gibt ja nur noch die Schweiz und der Vatikan, die nicht dort drin sind, und so weiter. Und im Vorfeld dieser UNO-Abstimmung gründeten wir ein Aktionskomitee gegen den Beitritt zur politischen UNO. Und da gehören, und darum erwähne ich es damals noch, Vertreter aller bürgerlichen Parteien, sogar noch einer aus der Evangelischen Volkspartei. Der erfahrene, grundsatztreue Gewerbeverbandsdirektor Fischer, Altnationalrat, erklärte sich bereit, als Geschäftsführer für dieses Komitee zu amten. Und er hat mir gesagt, unter der Voraussetzung, dass du Präsident machst, was ich natürlich bereit war. Nach dieser UNO-Abstimmung verfügten wir über ein beachtliches Mitgliederkartei und über eine Kasse, in der noch etwas Geld war. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen etwas gründen, weil wir haben in der Abstimmung erfahren, vor allem von behördlicher Seite, dass man an den Staatssäulen zu zweifeln beginnt. Ich höre jetzt noch im Ohr, Bundesrat Friedrich an sich ein standfester, patriotischer Bundesrat, mindestens vor den Wahlen, wie er sagte, man muss die Neutralität relativieren. Jetzt beginnt's. Man muss die Neutralität relativieren, dann die Selbstständigkeit relativieren, dann die Volksrechte relativieren, dann die Bundesverfassung relativieren und am Schluss versinken sie im Sumpf der allgemeinen Meinung von Politikern. Und darum haben wir die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz gegründet. Am 30. Juli 1986 haben wir eine Erklärung veröffentlicht, die uns nennt als ihre Hauptaufgabe die Überwachung der Außenpolitik des Bundes.
des Schweizerischen Bundes, im Sinne eines aktiven Einsatzes zur Wahrung der schweizerischen Unabhängigkeit, Neutralität und Sicherheit. Sie will Aktivismus in der Außenpolitik und unnötige internationale Engagements verhindern. Eine Isolierung der Schweiz gegen außen werde nicht bezweckt, sondern eine der schweizerischen Mentalität und den eigenen Interessen entsprechende Außenpolitik, die auch die Leistung echter guter Dienste einschließt. Also das, was in diesem Jahr dann der Bundesrat gemacht hat, als der Herr Putin und Herr Biden sich in Genf getroffen hat. Da kann man sich in der Schweiz gut treffen. Sie müssen nicht Angst haben, dass wir dann die beiden Mächte bekämpfen. Als Vizepräsident, wir waren damals noch breit aufgestellt, war Paul Eisenring, CVP, und eben Otto Fischer als Geschäftsführer, und ich habe als Gründungspräsident und dann bis 2003, bis zu meinem Eintritt in die Regierung, als Präsident geamtet. Breit sind wir aufgestellt worden. Und nach der erfolgreichen UNO-Abstimmung war es für die Politiker sehr verlockend, hier beizutreten. Dann, man wollte zeigen, wir sind dann auch für die Schweiz, oder? Aber zeigen für die Schweiz sein und für die Schweiz sein, das ist etwas anderes. Und wir haben diese Breite gemerkt. Otto Fischer hat damals, er war ja ein handfester Politiker und hat da nicht lange herumgeschwatzt, als wir das Referendum machten gegen das Parlamentsgesetz, welches ein Berufsparlament einführen wollte, mit hohen Entschädigungen, haben wir ein Referendum gemacht, damit das Schweizer Volk das ablehnt. Das Parlament hat gesagt, in Zukunft gehört das nicht mehr auf Gesetzesstufe, damit der Souverän nicht mehr zu sagen hat. Und dann hat er gesagt, das verschicken wir gerade unseren 20.000 Mitgliedern. Habe ihm dann gesagt, ja, noch ein bisschen aufpassen, Unabhängigkeit, Neutralität. Weil dann hat er gesagt, ja, das ist ja klar. Meinst du, ein Berufspolitiker stehe dann noch zur Schweiz? Die wollen doch alle da in diesen Apparat rein. Nein, nein, das müssen wir verschicken. Das gehört zu unserer Zielsetzung. Hat es also sehr breit ausgelegt. Und dann sind eine ganze Reihe von Vorstandsmitgliedern von der FDP und CVP sind da ausgetreten im Vorstand. Dann habe ich ihm gesagt, haben wir doch, ich war damals noch jung, heute würde ich das nicht mehr so fragen. Aber damals habe ich gesagt, ja, haben wir eine Dummheit gemacht? Hat er gesagt, ja, wahrscheinlich. So billig haben wir die nicht mehr loswerden können. Wenn die für ein Berufsparlament sind, werden wir die nie auf sie zählen können. Und wirklich, als es um den EWR ging, waren sie zwar draußen, aber sie waren auch dafür. Sie sehen, man kann natürlich gut ablesen, welche Politiker noch für was sind. Man muss nicht warten, bis es soweit ist. Und wenn sie geblieben wären, hätten wir im Vorstand wahrscheinlich nicht mehr ein Nein durchgebracht zum EWR. So war die Situation. Das sage ich hier drin, weil wir haben immer Leute, die sagen, wir haben ein etwas schlechtes Image. Die Klasspolitik, die verachtet uns und schimpft über uns und weiß, wir sollten mehr Leute auf der anderen Seite nehmen. Passen Sie auf. Wir brauchen keinen guten Namen, sondern gute Taten. Diese Fassadenkleberei da, das brauchen wir nicht. Und sie müssen stehen, wenn es ernst gilt. Ein Abstimmungskampf, der uns nicht erspart bleibt in Zukunft, der braucht Leute, die hinstehen. Leute, die mit Rückgrat hinstehen, die Angriffe ertragen. Und ich tröste immer unsere Leute, wir haben doch die Angriffe sehr gut ertragen. Also sehr gut. Also wenn die Angriffe unserer Gegner töten könnten, wäre ich schon lange tot. Aber ich bin noch ganz Buschmer da und ich arbeite noch, bis ich pensioniert werde.
Wie ist es überhaupt gekommen, dass plötzlich nach dem so Ende der 80er Jahre unsere Glaspolitik, das ist nicht nur die Regierung und die Mehrheit des Parlaments, sondern ein Großteil der Wirtschaft, die Gewerkschaft natürlich, die Zeitungen. Wir hatten bei der EWR keine einzige Tageszeitung, die auf unserer Seite war, mit Ausnahme der Schaffhauser Nachrichten. Schon waren alle auf der falschen Seite. Wie ist das gekommen? Vorher waren wir doch ein Block. Weil die Sozialdemokraten waren immer für das Internationale. Die singen ja heute noch die Internationale, oder? Das hat uns nie gewundert, dass die nicht mehr zur Schweiz stehen. Sie sind ja auch gegen die Armee und so weiter. Aber die Bürgerlichen, mit dem Fall der Berliner Mauer, mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, haben bei uns die führenden Leute den Kopf verloren. Sollte man nachlesen, was da alles gepredigt wurde. Jetzt ist die Welt ganz anders. Es wird keinen Krieg mehr geben, wörtlich. Strategieprofessor der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Und wenn es einen Krieg gibt, wird die Vorwarnzeit 10 bis 20 Jahre sein. Ich habe damals Bundesrat Döll Vogel, der das CMD hatte, gesagt, dann kannst du die Armee jetzt abschaffen und wenn sie warnen, kannst du noch in 20 Jahren die eine aufbauen. So, solche Naivitäten machten die Schule. Und wenige Jahre nach diesen Aussagen war ein fürchterlicher Krieg, aber nicht weit weg, der Jugoslawienkrieg. Wie lange war die Vorwarnzeit in Afghanistan? Meine Damen und Herren, wären wir in der EWR und dann in die EU, das ist ja klar, war ja eine EWR-EU-Abstimmung, hätten wir doch Soldaten schicken müssen nach Afghanistan. Wir hätten diese Dummheit auch noch mitgemacht. Wir hätten wahrscheinlich auch noch diese Dummheit mitgemacht, wie man sie wieder rausnimmt. Sehen Sie, das sind alles Dinge, die uns überfordern, aber wie man sieht, nicht nur uns überfordern, sondern die Großmächte auch. Meine Damen und Herren, wenn ich auf die Angriffe zurückkomme, die Hauptzeitung war eine Zeitung Cash des Tagesanzeigers, also des großen Verlages, der den Angriff führte. Er hat geschrieben, solch unsichere Kumpane braucht die uns nicht, denn sie haben sie schon. Sie haben geschrieben, dass es niemand ernsthafter gibt in diesem Land. Vor der Abstimmung, der gegen den EWR-Vertrag ist, mit Ausnahme von Blocher und seinen Kumpanen in der Rauns. Ja? Aber wir haben gewonnen mit einer Stimmbeteiligung von 80%, das war die zweithöchste in der Schweiz, haben wir das Volksmeer und das Ständemeer erreicht, weil das Volk ist nicht so dumm, wie die Glaspolitik geglaubt hatte. Meine Damen und Herren, dieser Sieg war sehr, sehr wichtig. Aber diejenigen, die verloren hatten, wollten diese Niederlage nicht hinnehmen und bastelten weiter. Man machte bilaterale Verträge. Das ist etwas Schönes. Bilateral, tönt noch lateinisch. Aber es sind zweiseitige Verträge, wie wir sie jeden Tag machen. Aber wichtig ist nicht, dass sie zweiseitig sind, sondern wichtig ist das, was drinsteht. Und wer hat man in die Verhandlungen geschickt, die EU zu einem Vertrag zu machen? Es war der größte Turbo, den wir im Land hatten, Staatssekretär Kellenberger. Der war anfänglich sogar gegen die EWR, weil er sagte, wir gehen direkt in die EU. Und den hat man geschickt, die Schweizer Interessen zu verhandeln. Das hat uns dazu bewogen, damals zu sagen, es kommt uns vor, wie wenn der Metzgermeisterverband einen Vegetarier in die Verhandlungen schicken würde.
so absurd ist es, aber es war so. Und dann sind alles diese Sachen, diese Bindungen und Guillotinen und weiß ich was zustande gekommen. Nein, und das gipfelte dann schlussendlich Ende der 80er Jahre. Schon war es im Gespräch, dann war es wieder still. Und dann Ende der 90er Jahre kam dann die Idee, einen Rahmenvertrag zu machen, weil es viel einfacher sei, als dann jeden Vertrag wieder dem Volk vorzulegen. Und im Jahre 2019 war es dann so breit, man hatte einen Vertrag, einen Rahmenvertrag, ein institutionelles Abkommen, die Bundesverwaltung sagt dem Insta. Gut. Niemand hat diesen Vertrag gelesen. Er war anfänglich auch nur Englisch vorhanden. Muss ich sagen, das war ein Verdienst von Ignazio Cassis, dass er dafür sorgte, dass dieser Vertrag in 4 Landessprachen übersetzt wurde und den man beziehen konnte. Dann gab es wenig Leute. Gab es wenig Leute, die das lasen. Ich glaube, die Bundesräte gehören nicht dazu. Aber es hat im Volk Gegenbewegungen gegeben, erst im letzten Moment, weil sie erstmals diesen Vertrag lasen. Und so ist schlussendlich dieser Vertrag zugrunde gegangen. Also wir mussten für diesen Vertrag nicht mehr antreten vor dem Volk. Dafür hatten wir ja uns vorbereitet. Das ist immer unsere, wir müssen uns den schlechten Fall, den Worst Case müssen wir im Auge haben. Schlussendlich müssen wir den Kampf vor dem Volk führen, natürlich auch vorher im Parlament und in der Verwaltung mit unseren Einflüssen im Bundesrat und so weiter. Aber wir müssen uns auf den Schluss vorbereiten. Kaum ist dieser Vertrag beerdigt worden, begann es von Neuem. Von Neuem? Sie sagen, ja, es ist noch nicht fertig. Man muss weitermachen, aber anders. Und was da für Töne sind, habe ich Ihnen gesagt, was ich heute Morgen lese, weil gestern eine Pressekonferenz war, da sehen Sie. Da ist der Sumpf immer noch vorhanden. Also wir müssen wach bleiben, sonst werden wir überfahren. Vor dem EWR-Vertrag haben wir hier, nicht in diesem Saal, es war beim Bahnhof, da beim, wie heißt der Versammlung? National, ja. Den wunderbaren Saal haben wir die Versammlung durchgeführt. Weit über 1000 Leute. Was ich damals Ihnen zugerufen habe, gilt auch heute noch. Damals haben wir 2 Monate vorher haben wir gesagt, wir müssen jetzt alle unsere Kräfte auf den Urnengang vom 6. Dezember 1992 ausrichten. Dieses Datum können Sie streichen, aber auf einen möglichen künftigen Urnengang ausrichten. Denn der Vertrag verpflichtet die Schweiz nicht nur einen großen Teil des heutigen, sondern vor allem auch des künftigen, heute unbekannten Rechts zu übernehmen. Das will die EU, dass wir das unterschreiben. Und das wollen unsere Gegner in unserem Lande preisgeben. Dieses künftige Recht wird durch die EU bestimmt. War damals der Fall, war beim Rahmenabkommen der Fall. Das wollen Sie wieder. Die Volksrechte sind ausgeschaltet. Das wollen Sie im Grunde genommen, diese Volksrechte ausschalten. Und das Parlament hat nichts mehr zu sagen. Das nehmen Sie in Kauf. Hierzu kommt, alles habe ich damals Ihnen zugerufen. Fremde Richter bestimmen, welches Recht zu übernehmen ist und wie dieses auszulegen ist. Und ich rief in den prallvollen Saal,
Schottland National in Bern. Der EWR-Vertrag ist eines freien Volkes unwürdig. Den Verlust an politischen Freiheits- und Selbstbestimmungsrechten kann uns nur eine schwache Regierung vorschlagen. Darum bekämpfen wir den eingeschlagenen Weg mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Meine Damen und Herren, auch wenn jetzt dieser Vertrag in einer Schlacht beerdigt ist, dieser Moment kommt wieder. Da müssen wir weitsichtig sein. Also nur zu sagen, als ich es gelesen habe, habe ich gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich damals so gescheit geredet habe. Aber ich habe es also nicht aus dem Gedächtnis geschrieben, sondern damals hat das die Schweizerische Depeschenagentur veröffentlicht. Sie hat damals noch wahrheitsgetreu berichtet, weil sie noch keine Bundesfinanzunterstützung gehabt hat. Heute hat sie es. Und jetzt geht der Weg weiter. Kommt dann eine Vorlage, wo man auch die großen Schweizer Verlage auch noch finanziert vom Bund. 140 Millionen. Da müssen wir dann auch von der uns antreten. Das ist gegen die Unabhängigkeit. Wer vom Staat Geld bekommt, wird auch den Staat vertreten und der Staat sind die führenden Leute. Da haben wir kein Interesse. Meine Damen und Herren, wir haben den Kampf eben gewonnen mit sehr schwachen Mitteln. Aber wir haben alle zusammengehalten. Ich mag mich erinnern an Otto Fischer, der war damals schon leider gesundheitlich angeschlagen, hat gesagt, ich kann nicht mehr hinaus an große Veranstaltungen, geht nicht. Ich mache hier den rückwärtigen Dienst. Du gehst, machst 200 Vorträge und ich mache den hinteren Teil. Alles ehrenamtlich, nicht wahr? Und meine Frau hat damals gesagt, am Anfang waren ja die Versammlungen klein, 10, 20, 30, am Schluss haben wir überfüllte Säle gehabt, 1000, 2000, weil das hat sich im Volk herumgesprochen. Die Zeitungen haben uns und die Fernsehen sowieso torpediert, aber wir haben die Strategie gehabt, wir müssen es jedem einzelnen Bürger sagen. Ja, wenn es die anderen nicht schreiben. Und wir hatten Erfolg. Ich erinnere mich, dass meine Frau nach einer Veranstaltung gesagt haben, du solltest das aufschreiben, was du da sagst, aus dem Stegreif. Ich habe gesagt, ich habe doch keine Zeit zu schreiben. Dann hat sie gesagt, gut, wir nehmen es auf, ein Tonband auf und dann mache ich ein Heft. Dann hat sie ein Heft gemacht. Christoph Blocher, eh wäre der falsche Weg. Und sie hat selbst bezahlt. He? Und sie hat gesagt, das wird jetzt verkauft am Kiosk. Und wir haben 70.000 Exemplare verkauft. Warum? Die Kioskverkäuferinnen waren auf unserer Seite. Die Kioskverkäuferinnen haben es offen hingelegt. Und nicht unter die 6 Hefte versteckt. Wir müssen es mit diesen Leuten haben. Das bringen die nicht fertig da oben da im Bundeshaus. He? Das ist eine Kraft, die man nicht unterschätzen darf. Ich habe nämlich mal einer Verkäuferin gesagt, wie läuft das, Hef? Ja, das läuft sehr gut. Ja, sehen Sie, ich lege es natürlich auch zuoberst. Sie sehen es gerade sofort. Ja, ja, es gibt schon noch Kräfte, die vorhanden sind. Und schließlich, die Verkäuferin gehört zur obersten Macht des Landes. Sie ist Stimmbürgerin. Sie haben das Sagen. Und das wollen die anderen nicht mehr. Und sie wollen es auch in Zukunft nicht mehr. Meine Damen und Herren, ja, jetzt ist es 2021. Dieser Vertrag beerdigt, mindestens vorläufig. Und da lobe ich den Bundesrat, das können wir ja selten tun in dieser Beziehung. Wie soll es weitergehen? Ja, eine gründliche Analyse ergibt, wir haben nicht den Krieg gewonnen, ich sage es nochmal, sondern nur einen Etappensieg. Wir müssen noch
bereit bleiben. Und zwar, es ist die Mehrheit der tonangebenden Leute, die das Resultat eigentlich nicht akzeptieren. Und sehen Sie, Herr Bamelin ist zur EU gegangen und hat gesagt, diesen Vertrag unterschreiben wir nicht. Was er nicht sagen konnte, weil der Bundesrat, die Mehrheit im Bundesrat, das weiß ich wieder, nicht akzeptiert hat, dass er sagen konnte, dass Schweiz ist nicht bereit, fremdes Recht und fremde Richter zu übernehmen. Dieser Satz ist in seinem Mandat nicht enthalten, Sie können es lesen. Der Bundesrat hat darüber abgestimmt und hat das Recht gewünscht. Das heißt also, man ist bereit, notfalls das Wichtigste in diesem Vertrag preiszugeben. Die Kräfte, die wir erhalten haben, wo wir uns unterstützt haben, waren dann solche der Gewerkschaften, weil sie den Lohnschutz fürchteten, die Bürgerrechtslinie, dann die staatliche Unterstützung von Firmen. Sie haben gemerkt, dass diese Interessenverbände, dass das der Ausfluss ist der Kompetenz, wenn die EU befiehlt, gegen unsere Rechtsordnung. Wir haben uns über unsere Rechtsordnung nicht zu schämen, meine Damen und Herren. Und weil wir wussten, dass das eine heftige Schlacht geben könnte, haben wir neben der UNS noch das EU-NO-Komitee gegründet, das Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt, das Nationalrat Köppel präsidiert jetzt. Anfang habe ich es gegründet und war dann der Gründungspräsident. Und um uns nur auf diesen Vertrag zu konzentrieren und haben auch versprochen, wir lösen ihn auf, wenn die Schlacht geschlagen ist. Jetzt ist sie geschlagen, aber wir wissen nur nicht, ob sie endgültig ist. Wir haben darüber beraten, was ist zu tun. Wir sind zum Schluss gekommen, wir müssen uns so aufstellen, dass wenn es wieder losgeht, wir nicht nur kämpfen gegen die Preisgabe der Souveränität, Preisgabe der Selbstbestimmung, sondern wir müssen gewinnen, meine Damen und Herren. Und darum sind wir, auch in Absprache vom Präsident der UNS und dem Geschäftsführer, sind wir zum Schluss gelangt. Es ist wahrscheinlich zweckmäßig, diese beiden Gruppen zu fusionieren. Sie haben Geld, wir haben Geld, Sie haben Mitglieder, wir haben Mitglieder, um die Mittel konzentriert einzusetzen. Und darum gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe, jetzt wird es technisch. Zwei Vertreter des EU-NO, zwei Vertreter der UNS. Und ich bin bereit, kenne ja die beiden Organisationen natürlich am besten, oder? Ich habe beide gegründet und ich war bei beiden Gründungspräsident und langjähriger Präsident. Und das ist ein Teil meines Lebens. Ich bin bereit, diese Arbeitsgruppe zu präsidieren. Aber und zu schauen, dass wir eine schlagfertige Organisation bekommen. Sie wird dann wahrscheinlich etwas anders aussehen, das sehen wir. Aber wie das aussieht, das unterbreiten wir dann. Und ich bin überzeugt, wir können Lösungen finden, die Gewähr bieten oder besser Gewähr bieten als zwei solche Gruppen. Man muss eben sehen, wenn Sie jetzt militärisch schauen, es gab eine Zeit im Weltkrieg, da lagen die alliierten Truppen und die Gegenseite in den Schützengräben. Keiner wusste, wenn der andere zuschlägt. Man sagt dem Drôle de guerre. Ganz schwierige Situation. Man muss die Soldaten immer auf Gewiff halten, um dann da zu sein, wenn es losgeht. Und wir sind jetzt in einem solchen Zustand.
Wir müssen uns bereithalten, dauernd überlegen, was machen wir, wenn es losgeht. Das braucht doch nicht viel Lärm nach außen, aber viel Gedankenarbeit hinten dran. Und das ist natürlich anspruchsvoll. Meine Damen und Herren, Ziel ist es nur eines, wie bei der Gründung. Wir verteidigen die schweizerische Unabhängigkeit, die schweizerische direkte Demokratie, die schweizerische Neutralität, die schweizerische Sicherheit. Ob das andere Länder auch so sehen wie wir, ist uns gleichgültig. Wir sehen es so und wir haben uns darüber nicht zu schämen. Meine Damen und Herren, ich habe einem deutschen Politiker, der mir gesagt hat, diese Staatsform sei absurd, habe ich gesagt. Aber wenn ich sehe, was in den letzten 200 Jahren passiert ist, dann dürfen wir uns mit dieser veralteten und etwas handgestrickten Verfassung zeigen. Und das dürfen nicht alle Länder sagen. Meine Damen und Herren, wir bleiben daran und wir sind sehr glücklich, dass da die seriösen Umfragen, also nicht die Meinungsumfrageinstituten, sondern die ETH macht ja jedes Jahr seit etwa 30 Jahren sehr gute Untersuchungen. Heute wollen 92% der Schweizer nicht mehr in die EU. Das war 92 anders. Und 98% sind nicht bereit, die Neutralität preiszugeben und die anderen zwei hocken scheinbar in der Bundesverwaltung. Meine Damen und Herren, mit welcher Strategie, mit welchen Mitteln und welchen Personen die neuen Funktionen am besten zu bewältigen sind, wird sich im Rahmen der Beratungen dann zeigen. Die Zielsetzung ist eindeutig. Ich möchte es schon hier nicht unterlassen, das geschieht ja dann später, wenn er ganz aufhört, aber mit Sorgen haben wir gesehen, dass Herr Werner Gartenmann die Hausgeschäftsleitung, die Führung abgeben wird. Es ist schade, aber auch verständlich. Er war schon als Student beim E-Wehrkampf dabei auf dem Sekretariat und hat uns begleitet, bis er die Geschäftsführung übernommen hat. Und jetzt macht er etwas Neues, auch etwas Rechtes. Und wir werden natürlich das auch hineinziehen. Ich möchte Herrn Gartenmann schon herzlich danken. Er war in den letzten Jahren das Gesicht und das Motor, der Motor und die treibende Kraft. Und jetzt müssen wir ihn ersetzen und müssen das auch wieder tragen. Man ist ja nicht ewig auf der Welt, nicht wahr? Und auch nicht im gleichen Amt. So, meine Damen und Herren, wir bleiben auf dem Posten. Das ist wichtig. Und ich weiß, dass auch Sie alle, jede und jeder einzelne von Ihnen auf dem Posten bleibt. Das ist wichtig, weil wir müssen dann hinaus in die Dörfer, in die Kantone, wir haben überall Stützpunkt. Oh, ich erinnere mich noch bei mir, wer wie Frauen geschrieben haben. Wir haben noch die letzten 20 Franken, die ich habe, ausgegeben für ein kleines Inserätchen, das sie gemacht hat. Das sind Kräfte, über die anderen nicht verfügen. Müssen Sie mal sehen. Aber über die verfügen wir. Damit können wir mit Werner Stauffacher und Friedrich Schiller sagen, meine Damen und Herren, wir stiften keinen neuen Bund, es ist ein uralt Bündnis, nur von Väterzeit, das wir erneuert, wisset Eidgenossen. Auf uns können die zählen, so wird unsere Schweiz auch in Zukunft frei und unabhängig bleiben. Gott helfe, dass es gelinge, das wissen wir singen ja mit der National. Hymne auch, eure fromme Seele ahnt Gott im Heer im Vaterland. Wir ahnen es ja nur, aber wir müssen es ja auch nicht wissen, das reicht. Und drum, wir gehen gestärkt in die Zukunft. Vive la Suisse, mesdames et messieurs.
Viva la Svizzera! Viva la Svizzera! Es lebe die Schweiz! Ich danke Ihnen.